Und am Wort ist jetzt die Sozialministerin von der FPÖ, Beate Hattinger-Klein. Was die Zeckenimpfung betrifft, eingehe. Sie wissen ganz genau, Herr Kollege Muchitsch, dass das eine freiwillige Leistung der Oberösterreichischen Gebietskrankenkasse ist, dass die Selbstverwaltung der Oberösterreichischen Gebietskrankenkasse das entschieden hat. Und ich frage mich schon, und ich bitte Sie auch, sich diese Frage zu stellen, warum wählen Sie jetzt diesen Zeitpunkt? Nur damit Sie der Regierung etwas vorwerfen können. Ich garantiere, dass das, wenn die Sozialversicherung fusioniert ist, nicht der Fall ist. Und jetzt zum Thema der E-Card. Lieber Herr Kollege Muchitsch, die E-Card kann alles. Sie kann nämlich die Sicherheit gegen Missbrauch garantieren und sie kann auch, und über das wurde überhaupt nicht gesprochen, die Sicherheit für den Patienten, die Identifikation garantieren, nämlich das ist die Grundlage für den elektronischen Gesundheitsakt. Und ich war gerade in Deutschland beim Gesundheitsminister Spahn. Die beneiden uns alle über unsere Digitalisierungsprojekte. Egal, ob es die E-Medikation ist, ob die E-Card es ist, ob es Elga ist. Wir sind Vorbild, bitte, für alle anderen Staaten, was diese Themen betrifft. Und was den Vorwurf betrifft, die E-Card rechnet sich nicht, das Foto auf der E-Card rechnet sich nicht. Diese 32,5 Millionen Euro, meine Damen und Herren, das ist die E-Card-Ausrollung generell auch, die da beinhaltet ist. Alle 5 Jahre muss die E-Card neu ausgerollt werden, aus Sicherheitsgründen. Das heißt, das Foto auf der E-Card kostet nicht die 32,5 Millionen Euro. Also bitte bleiben Sie bei den Tatsachen und stellen Sie nicht solche Fantasiekonstrukte in den Raum. Ab dem 1. Jänner 2020 sind alle neu ausgegebenen E-Cards mit Foto zu versehen. Bis Ende 2023 wird der Umtausch abgeschlossen sein. Das heißt, das verpflichtende Foto auf der E-Card stellt für mich einen weiteren Modernisierungsprozess für das österreichische Gesundheitswesen dar. Das Foto auf der E-Card ist eine wichtige Maßnahme, nicht nur, habe ich schon gesagt, gegen missbräuchliche und unberechtigte Inanspruchnahme. Und es geht nicht um die Anzahl der gestohlenen E-Cards. Es geht um die Weitergabe und Nutzung durch mehrere Personen. Das ist hintanzustellen und das ist verunmöglicht worden durch das Foto oder wird verunmöglicht durch das Foto auf der E-Card. Das Foto auf der E-Card ist ebenfalls eine Erleichterung für die Ärzte. Auch das bitte zu bedenken. Die in Zukunft keinen zusätzlichen Ausweis, und auch das ist also oft eine falsche Information, zur E-Card verlangen müssen, und um sich der Identität der Patienten zu versichern. Rund 80% aller Karteninhaber bekommen automatisch eine neue E-Card mit Foto, ohne etwas tun zu müssen. Und nur für rund 1,5 Millionen ist kein Lichtbild in den Registern vorhanden, und mit Heranziehen von zentralen Fremdenregister für die Beschaffung von Lichtbildern kann diese Zahl natürlich auch entsprechend reduziert werden. Für die Registrierung der Fotos bei den SV-Dienststellen und bei den Landespolizeidirektionen ist ein Betrag von 13 Millionen vorgesehen. Vergangenes Jahr wurde noch von 18 Millionen gesprochen. Das heißt, auch wir haben es geschafft, hier effizienter vorzugehen und konnten 5 Millionen einsparen. Auch das muss man dazu sagen. Einsparungen ergeben sich auch aus der Anbindung des Fremdenregisters, insbesondere für Fremde aus Drittstaaten sollen hier Lichtbilder, die vorhanden sind, also entsprechend verwendet werden. Die Differenz zur Darstellung der Ergebnisaushalte der WFA, was immer so diskutiert wird, ergibt sich vor allem daraus, dass im Ergebnishaushalt der Sozialversicherung noch ein Kostenersatz von 7,5 Millionen Euro seitens des Finanzministers zu berücksichtigen ist. Durch zusätzliche Fotoregistrierungsschiene soll das Alternative für einen österreichischen Staatsbürger, für die bisher kein Lichtbild vorhanden ist, eine einfache Möglichkeit zur Beibringung geschaffen werden. Die Beibringung von Lichtbildern für die Verwendung auf der E-Card wird bei allen Landesstellen der Sozialversicherungsträger möglich sein,
Und der Hauptverband hat ergänzend auch Vereinbarungen mit den Gemeinden, kann mit den Gemeinden abschließen. Für Nichtösterreicher werden diese alternativen Registrierungen bei den Landespolizeidirektionen vorzunehmen sein. Auch das aus Identitätsfeststellungsgründen. Ausnahmen von der Verpflichtung sollen neben schwerwiegenden, insbesondere gesundheitlichen Gründen, auch natürlich für die Altersgruppe ab 70 möglich sein. Die Verordnung wird auch festlegen, dass Personen ab der Pflegestufe 4 ebenso ausgenommen sind. Selbstverständlich steht aber den über 70-Jährigen freiwillig es zu, hier auch mit einem Lichtbild die E-Cards zu versehen. Meine Damen und Herren, Fazit ist für mich, was ist der Mehrwert der E-Card? Es ist einerseits die Sicherheit gegen Missbrauch und andererseits die Sicherheit für den elektronischen Gesundheitsakt und für die Identifikation des Patienten bei den Ärzten. Als nächstes am Wort ist das Foto auf der E-Card ist eine wichtige Maßnahme gegen Missbrauch. Es geht dabei nicht nur um den Diebstahl der Karten, sondern auch um die unerlaubte Weitergabe, betont Sozialministerin Beate Hartinger-Klein von der FPÖ.